Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Assassin's Creed Odyssey. Ja, ich mach mal kurz hier den Dings weg. Dass wir keinen jagen. Wir wollten ja in der letzten Folge den Kopfgeldjäger dahinterher, aber der ist ja vor uns weggelaufen. Ich verstecke mich lieber. Die sind hier voll am Party machen. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Wir kämpfen uns weiter durch die griechische Mythologie, würde ich jetzt mal behaupten. Durch das griechische Leben als Alexios. Mein Plan ist aufgegangen. Die Schläger des Hökers haben mich angegriffen. Ich weiß. Ich habe auch gehört, dass sie dir keine Schwierigkeiten machten. Das war nicht mein erster Kampf in Korinth. Auch nicht dein letzter. Wir nehmen uns den Höker im Theater vor. Ich habe für ein korinthisches Drama gesorgt, das keiner vergessen wird. Brasidas sorgt sich, dass dem Tod des Hökers Anarchie folgen könnte. Er will ihn tot sehen, aber es soll leise geschehen. Der Mann ist weit weg von Sparta. Wir sind in Korinth und machen es auf die Art der Korinther. Bringen wir ihn zum Theater. Ich will ihn zur Hölle bringen. Höhle bringen. Hölle, Höhle. Einverstanden. Es wird ein Spektakel. Triff mich und meine Mädchen dort. Die Öffentlichkeit weiß nicht, welch Triumph sie erwarten wird. Okay. Wahrscheinlich ist das die falsche Lösung, ihn jetzt so zu töten. Aber gut, so wollen sie es, so machen wir es. Fertig. Es ist deren Stadt. Vorher war es ja auch scheinbar gut. Oh, eine alte Kneipenschlägerei. Vorher war es ja auch scheinbar gut. Hat sie zumindest gesagt. Also hinterher. Falls, wir können ja wiederkommen, dann räumen wir nochmal auf hier. Du wolltest also ein scheiß Schauspiel? Damit du die Gesichter all jener siehst, denen du Unrecht getan hast. Ich werde ihre Gesichter in dein ach so kostbares Blut tauchen. Myrine hätte genau dasselbe verdient. Ui. Du wirst nie über diese Straßen herrschen, du Hund. Oh doch, du kannst dein hübsches Gesicht darauf verwetten. Nimm deine dreckigen Hände. Und wenn ich es tue, reiße ich dir den verdammten Kopf ab und schicke ihn dem Kult als Beweis. Okay. Du kanntest meine Mutter? Sie hat mir nichts als Ärger gemacht. Aber das bekommt sie zurück. Wenn ich mit dir fertig bin, finde ich deine Mutter und bringe ihr deinen verdammten Kopf. Nicht, wenn ich ihr deinen zuerst bringe. Du wirst nicht mehr viel sagen können, wenn ich dein Hirn über die Bühne verteilt habe. Verpiss dich aus meinen Straßen! Aber sie gehören dir nicht länger. Verpiss dich aus meinen Straßen! Der Höker. Peloponnesischer Bund. Man musste den Höker auf den Straßen von Korinth gar nicht erst persönlich sehen, um ihn dort zu spüren. Seine Schläger hatten alles übernommen. Die Stadt, die einst der reichste und blühendste Hafen der gesamten griechischen Welt gewesen war, versank nun in Korruption. Der Kult nutzte diesen kleingeistigen Verbrecher mit dem eisernen Griff, um seine eigenen Ziele durchzusetzen. Ja, das waren deine letzten Aufträge, mein Freund. Wo ist er denn? Hier unten ist er doch. Ah!
ziemliches Doppel-K.O. gewesen. Mehr von dir erwartet, mein dicker Freund. Einwohner von Korinth, erblickt das Wiesel, das euer Brot stiehlt. Die Plage, die euer Korn verdirbt. Er gehört mir. Er gehört mir. Demos wäre enttäuscht von dir. Er ist tot. Für meine Mutter, du Penner. Es wird Zeit. Genieß deinen Sieg, dann treffen wir uns an einem ruhigen Ort. Ich werde dir sagen, was ich über deine Mutter weiß. So jagen sie vielleicht mich und nicht sie. Falls irgendjemand überhaupt irgendwas will. Ich kann dir gar nicht genug für alles danken. Und endlich kann ich auch mal Alcibiades dankbar sein, weil er dich schickte. Er steckt mehr in ihm, als man vermuten würde. Er wusste, dass du Korinth von diesem Monster befreist. Es war zum Wohl der Stadt. Alle profitieren, alle gewinnen. Du hast dich als wertvoller Geschäftspartner erwiesen. Apropos Geschäft, du schuldest mir etwas. Ja, Myrine. Sie kam und verließ Korinth in Eile, doch sie hinterließ bleibenden Eindruck bei mir, wie ein großer Sturm. Daran kann ich mich auch sehr gut erinnern. Eine starke Frau, von großer Intensität. Sie suchte ihren Platz hier in Korinth, doch sie fand nicht, wonach sie sich sehnte. Du sprichst gütig von ihr. Du warst ihre Freundin. Vielleicht oberflächlich. Sie war erfüllt von einem Schmerz in ihrem Innern, den niemand durchdringen konnte. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie habt ihr zwei euch kennengelernt? In dieser Nacht regnete es in Strömen. Ich sah sie auf der Straße schlafen und bot ihr Obdach. Sie war eine Landstreicherin? Ich frage mich, was mein Vater davon gehalten hätte. Ich weiß nicht, was ihr passiert ist. Sie sagte mir nur, dass sie den Ort verlassen hatte, der sie entzweite. Sparta. Was hat sie in Korinth gemacht? Hat sie Arbeit gefunden? Sie blieb für sich. Ein Auge immer auf den Hafen gerichtet. Sie hätte bei uns bleiben können. Aber ich denke, sie suchte nach etwas anderem. Hat sie nichts über ihre Vergangenheit erzählt? Ein Mann, ihre Familie. Gar nichts. Der Gedanke an Sparta betrübte sie nur. Es war, als würde ein Teil von ihr fehlen. Und nach Korinth, wohin ging sie dann? Nun, das weiß ich nicht. Mann! Sie muss dir irgendeinen Hinweis gegeben haben. Ich glaube nicht, dass sie wusste, wohin sie gehen wollte. Alles, was ich weiß, ist, dass sie beim Würfelspiel ein Schiff gewann.
Tücher schuldete ihr wenigstens das. Ich erinnere mich an den Namen des Schiffs. Klang der Sirenen. Klang der Sirenen. Es war berühmt dafür, jedes Hindernis, das Poseidon bereithielt, zu überstehen. Hab Dank, Anthusa. Mögen dich die Götter mit sanftem Blick bedenken. Besuch mich jederzeit. Ich halte dich über Korinth auf dem Laufenden. Es scheint, mich erwartet eine interessante Zukunft. So wie mich. Klang der Sirenen. Wenn ich jemanden finde, der das Schiff kennt, komme ich ihr langsam näher. Nieder mit dem Höker. So, wir haben wieder einiges bekommen. Schön, wir können auch endlich wieder ein neues Schwert nehmen. Nehmen wir das hier? Oder den hier? Der ist am stärksten, ne? Der ist aber viel schöner. Aber gut, es geht nicht um die Schönheit, es geht um die Effektivität. Wieder ein neuer prachtvoller Bogen. Sieben, wir können bald unseren Bogen wieder, unser Speer bald wieder verbessern. Aber der andere hat viel besser dazu gepasst. Welcher war denn das? Der hier, ne? Ich behalte den erstmal. So, dann haben wir Fähigkeiten auch wieder einen neuen. Was haben wir hier? Um sie zu nutzen. Erhöht den Jägerschaden um 20 beim Einsatz von Jägerfähigkeiten. Werden keine normalen Pfeile mehr verbraucht. Was? Verschieße einen mächtigen aufgeladenen Pfeil. Barnabas Mannschaft? Ein ungehobelter Haufen Seeleute von allen möglichen griechischen Inseln. Ach, wie sie aussehen sollen. Diese ägyptische Elitekrieger. Freigelassene Mannschaftsthema. Barnabas. Attentäter. Wir behalten Barnabas. Kultisten. Der Weise will Brasidas Tod sehen. So. Brüche, nach denen ein Arzt namens Hippokrates Informationen über Myrines Aufenthaltsort haben könnte, führten Alexios zur Stadt Argos, wo sich seine Klinik befand. In der Argolis, die Klinik liegt im nördlichen Teil des Stadt Argos. Sie liegt südlich des Blutorakels. Scheiße, wie viel brauchte ich denn, um den zu verbessern? Ich glaube 8. Konnten wir es nicht irgendwo sehen? Sieben, maximal Fähigkeit. Ich glaube 8. Ich glaube, einer fehlt noch. So, okay. Sie möchte ja nach da unten. Geleitschuss. Alkibidis. Da, verbessern den Speer. Ach, kann ich schon. Stark.
Okay. Dann werden wir uns da auch bald hinmachen. Wir reisen nochmal hier rüber, denn da ist wieder eine Nebenmission. Dann reisen wir zum Speer. Verstärken den noch einmal. Von da aus können wir ja dann wahrscheinlich die Alte wegbringen. Und dann gucken wir mal kurz, wo der andere Typ ist. Also die andere Mission. Können wir eigentlich jetzt mal gucken. Auch irgendwo Arkonus oder so, ne? Ach, Schwanze. Das ist der Löwe. Da ist Argos. Da sollen wir hin, scheiße. Na egal. Okay, Piades. Du scheinst dich gut zu amüsieren. Auf die Götter ist Verlass. Ich wünschte, jemand so schön ist wie ich wäre hier. Und schon kamst du. Ach, hör auf. Du bist betrunkener als sonst. Du musst mir vergeben. Zu dieser Nachtstunde habe ich nur allzu gern ein hübsches Gesicht vor mir, das mich ansieht. Du bist ja gut gelaunt. War sicher eine tolle Feier. Gibt es noch andere? Ich habe ein kleines Problem. Es ist ein wichtiger Politiker hier, der dringend nach Hause muss. Aber bei den Göttern, ich bin hier unentbehrlich. Ich bringe ihn sicher nach Hause. Ja, sicher, genau. Es ist kein schwieriger Weg, aber es kann durchaus sein, dass du ihn tragen musst. Den Glücklichen. Lass ihn doch hier übernachten. Würde ich, aber es ist nie gut, wenn ein Politiker über Nacht bleibt. Ich habe da meine Regel. Überrascht mich, dass du Regeln hast. Du weißt, wie die sein können. Wollen ununterbrochen reden. Das ertrage ich nur für begrenzte Zeit. Aber für dich würde ich alle Regeln brechen. Was macht ihn denn so besonders? Tja, es hatte irgendwas mit dem Volk zu tun, glaube ich. Götter, ich weiß es nicht. Du könntest auch fragen, was ich vor 10 Tagen gegessen habe. Also, feierst du wohl oft? So oft ich nur kann. Ich weiß nicht, wie du das schaffst. Übung, Übung, Übung. Je öfter ich feiere, desto größer die Chance, einen klareren Kopf zu haben als die anderen. Also willst du dir einen Vorteil verschaffen? Bei Verbündeten? Niemals! Wahrlich, lass uns nicht davon sprechen. Ich versuche, den Politiker nach Hause zu bringen, bevor er völlig weggetreten ist. Wunderbar. Bringe ihn zu seinem Haus nördlich des Hafens von Piräus. Du solltest es dort in der Nähe finden. Oh weia. Wenn du mich ankotzt, schneide ich dir den Kopf ab. Damit wir da gleich klar sind, ne, mein Freund? Die Welt dreht sich und hüpft auf und ab! Bam, badam, bam, 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 bam. Ich sollte vorsichtig vorgehen. Hier reingehen war nicht so klug.
Gott sei Dank sind wohl gerade alle Soldaten im Urlaub. Moment! Warum gehen wir hier lang? Bist du sicher, dass wir hier richtig sind? Kommt mir nicht bekannt vor. Der verarscht mich doch schon wieder. Den bringe ich doch jetzt wieder zum ganz anderen Ort, oder? Warum hast du mich hergebracht? Ob er wirklich hier wohnt? Ach, genau wie angekündigt. Packt ihn! Gehört mir! Okay, komische Mission. Steinhardt. Tja, ich hab's aber leider nicht geschafft, dass er überlebt. Dumm. Dumm gelaufen, ich bin kein guter Begleitschutz. Und ich weiß immer noch nicht, warum wir für den Pisser da irgendwelche Aufträge machen. Meine, ja, er hat uns gute Verbindungen beschert. Aber seine Art nervt halt, ne? Die ist nicht so gut. Dass man jetzt sagen würde, oh, mit dem will ich jeden Tag abhängen. Also zumindest geht's mir so. Das hat nicht mal unbedingt was damit zu tun, dass er schwul ist. Vielleicht doch, aber ich weiß es nicht. Du scheinst immer dann aufzutauchen, wenn ich dich brauche. Ich habe wohl verborgene Kräfte. Kommt es jemals vor, dass du mich nicht brauchst? Guter Punkt. Der Politiker, den ich nach Hause brachte. Wir hatten ein bisschen Ärger. Das ist ja furchtbar. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Mir geht's gut. Doch die Natur kann grausam sein. Wilde Tiere griffen uns an. Er wurde förmlich zerrissen. Verstehe. Tja, Pläne können sich ändern. Das scheint dir nicht viel auszumachen. Was sollte ich auch tun? Vergessen wir lieber, dass es je geschehen ist. Tu so, als hättest du den Mann nie gesehen. Du hast gesagt, du brauchst etwas? Ah, gleich wieder zum Geschäft. Hm? Gut, es ist einfach, wirklich. Du sollst mir lediglich einen Gegenstand von großem ideellen Wert beschaffen. Was soll ich für dich finden? Es ist ein Olispus. Würde er auf dem Boden liegen, würdest nicht mal du dich bücken, um ihn aufzuheben. Aber mir bedeutet er sehr viel. Ihn wieder in den Händen zu halten, bedeutet mir mehr, als du ahnst. Du bist so sentimental. Du dramatisierst. Das kommt mir etwas emotional vor, sogar für dich. Du wirst weich. An mir ist nichts weich, das versichere ich dir. Oh Gott. Zur Sache, Gebirdes. Was ist dein Olispus? Er bringt Vergnügen. Wenn mein Körper nach einer langen Nacht müde wird, sorgt er verlässlich dafür, dass der Spaß weitergehen kann. Du bist erwachsen. Hol ihn dir selbst. Das stimmt. Aber es könnte durchaus sein, dass die Frau, die ihn hat, nicht sehr erfreut wäre, mich wiederzusehen. Oh Gott. Es muss doch eine Geschichte geben zu diesem Ding. Wenn du den Olispus siehst, wirst du verstehen. Wenn du ihn in der Hand hältst, an deiner Haut spürst, wenn du sein Gewicht fühlst, wirst du verstehen. Jedes Mal, wenn wir reden, bist du im Begriff, mit jemandem zu schlafen. Oder würdest gern. Oder bist gerade fertig. War diese Frau deine letzte Liebschaft? Wer sagt, dass ich mit ihr schlief? Ach, nur so eine Ahnung. Wie findest du noch Zeit für irgendwas anderes? Überlegene Willenskraft. Es geht um die Nähe, die man nur in diesen Momenten spürt.
Wer sehnt sich nicht danach? Ich hole den Olisbos für dich. Es ist möglich, dass die Frau ihn selbst behalten möchte, um mich zu ärgern. Am besten bleibst du ungesehen und beeilst dich. Sie lebt östlich von hier. Keine Sorge, du wirst ihn bald wiederhaben. Ja, ist immerhin nicht so weit. Ich muss vorsichtig sein. Hier sind viele Wachen. Zwei Schätze. Stimmt mit diesen Leuten nicht schon wieder nicht. Das Prachtstück. Du hast ihn. Ich hatte ihn anders in Erinnerung und auch nicht so groß. Sie wird ihn vermissen. Er hat nie dir gehört, oder? Das war ein Diebstahl. Es ist nicht irgendein Olisbos. Es ist ein Familienerbstück und das Selbstvertrauen eines Gatten. Ohne ihn muss er sich auf seine Frau konzentrieren, statt auf das Geschäft. Ich schätze, das dürfte ihr sehr gefallen. Ganz schön gerissen. Er hat also ideellen Wert. Nur nicht für dich. Das Einzige, was zählt, ist, dass du den Olisbos besorgt und mir sehr damit geholfen hast. Was ist mit mir? Na, na. Eine Hand wäscht die andere, oder? Schließlich gibt es einen Grund, warum du mich nie abweist. Wie wär's, wenn ich dir zeige, welchen Unterschied dieser Olisbos machen kann? Nee. Das habe ich nicht gemeint. Ich kann dich anscheinend doch abweisen. Das habe ich verdient. Voll der eklige Mann. So. Gut. So, dann gibt's hier nichts mehr. Das heißt, wir könnten kurz zum Speer. Da geht ja auch Schnellreise. Das nehmen wir noch kurz mit. Waren das denn 7? Ich war der Meinung 8.
Aber okay, probieren wir mal. Ich habe das Gefühl, der läuft hier drinnen langsamer als draußen. Vielleicht täuscht das aber auch nur. Verbessert. Kann ich das jetzt im Inventar sehen? Ah ne, bei Fähigkeiten, ne? Stufe 4 von 6. Neun brauchen wir jetzt? Okay. Alles klar. So, wo sollte es weitergehen? Da ist Mykonos. Bekannt über Cleo. Ach ja, wir wollten von da darüber reisen. Machen wir schnell Reise zum Ufer. Damit ich in der Zeit das Schiff rufen. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Lasst mir gerne was da. Passt auf euch auf, wenn ihr Bock habt, Freunde. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Ja, ciao, ciao.